Die ganze Branche zu beobachten macht wieder ziemlich viel Spaß. Gefühlt ist wieder ordentlich Bewegung in den Flugzeugflotten der Airlines. Der Düsseldorfer Flughafen ist dabei nicht selten Anlaufpunkt für neue oder im Detail besondere Flugzeuge. Wir haben dort den mittlerweile leider verschrotteten A330-200 gesehen, der ehemals mal für LTU und für Air Berlin unterwegs war. Im letzten Jahr dann die erste deutsche 737 Max für TUIfly, auch zuerst in Düsseldorf. Und die jetzt erstmal zwei A330-200 der Condor hat man auch zum ersten Mal in Düsseldorf gesehen. Und jetzt gab es eben für Eurowings den ersten A320neo. Schauen wir uns mal etwas genauer an und ich erzähle euch, warum dieser A320neo ganz speziell der wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt effizienteste A320neo überhaupt ist. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Eurowings hat mit dem A320 mit der Werksnummer 10.758 ihren ersten A320neo bekommen. Einen fabrikneuen A320neo. Und der sollte eigentlich schon 2021 bei der Lufthansa-Tochtergesellschaft ankommen. Aufgrund der Pandemie hat die Lufthansa selbst in Absprache mit Airbus aber den Auslieferungsplan angepasst und zahlreiche Auslieferungen so verspätet, wie es dann eben für beide Parteien möglich und umsetzbar war. Pünktlich zum Sommer 2022, indem man in der Gruppe, also in der kompletten Lufthansa Group, Passagierzahlen ähnlich 2019 erwartet, erscheint als neuer Auslieferungstermin jetzt aber durchaus nachvollziehbar und so kam das Flugzeug jetzt vor kurzem am 1. April nach seinem Überführungsflug aus Toulouse am Düsseldorfer Flughafen an. Das neue Flugzeug bringt dabei dann mittelfristig eine ganze Menge Struktur in die Eurowings-Flotte, eine ganze Menge Struktur, die man so in dieser Flugzeugflotte schon lange nicht mehr gesehen hat. Seit 2017 muss die Airline mit ihrer Flotte immer mal wieder so ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Schließlich hat man nach der Air Berlin-Pleite damals ziemlich viel riskiert und eine völlig zusammengewürfelte und damit für eine Low-Cost-Airline eigentlich ja viel zu komplexe Flotte akzeptiert, um im Gegenzug aber einen großen Sprung am Markt machen zu können. Und so fliegt man heute mit einer im Schnitt etwa 12 Jahre alten Flotte zusammengewürfelt aus verschiedenen Flugzeugen. A319 von Germanwings, A319 aus dem Air Berlin Bestand, die einen mit IAE-Triebwerken, die anderen mit CFM-Motoren, alle mit etwas unterschiedlicher Sitzplatzanzahl. Dazu A320 aus Air Berlin Bestand oder von Lufthansa oder aus dem eigenen Bestand. Auch alle mit unterschiedlicher Sitzplatzanzahl, dazu dann noch 6 Subcharter A320, 4 A220 von Air Baltic im Wetlease und offiziell sind sogar auch noch 2 Boeing 737 mit dabei. Insgesamt kommt man so auf knapp über 80 Flugzeuge bei Eurowings. Das sieht heute dabei schon deutlich besser aus als noch vor wenigen Jahren. Da waren auch noch A321 mit 200 Sitzplätzen dabei. Vergleichsweise wenig für ein solches Flugzeug. Dazu die A330-200, 300 und auch der A340-300 für die Langstrecke. Und ihr erinnert euch, auf der Kurzstrecke war das alles ein bisschen durcheinander. Da war es zu einem gewissen Zeitpunkt durchaus möglich, dass man bei Eurowings einen Flug gebucht hat und dann ein Eurowings-Flugticket in der Hand hatte. Dann allerdings mit einem Flugzeug in Air Berlin-Farben geflogen ist, was wiederum operated by TUIfly war. Das ist nicht nur ein ziemlich komischer Markenauftritt, sondern natürlich auch viel mehr Kompromiss als alles andere. Wird sich jetzt aber eben ändern durch A320neo, schön effizient vollgepackt mit 180 Sitzplätzen und auch A321neo mit 232 Sitzplätzen. Die Vorteile des A320neo im Vergleich zu den direkten Vorgängern bei Eurowings liegen dabei auf der Hand. Es ist der erste Flieger der Eurowings mit der neuen Airspace Cabin, die so auch erst seit September 2021 bei der Mutter Lufthansa im Einsatz ist. Der Trainingsaufwand für den A320neo ist so gering, wie er nur sein könnte, mittels Computer-Based Training, also so eine Art Präsentation auf dem eigenen Tablet zu Hause, werden Pilotinnen und Piloten auf das neue Flugzeug geschult und dürfen dieses dann mit ihrer bestehenden Lizenz für die A320-Familie fliegen. Für die Kabinenbesatzung sieht das ganz ähnlich aus. Auch die dürfen relativ zügig, ohne großen Aufwand, wenn sie den A320 schon kennen, auch auf dem A320neo eingesetzt werden. Und die neuen Triebwerke, das ist natürlich der eigentliche große Punkt, die sorgen für einen je nach Strecke und Flugdauer 15-20% geringeren Treibstoffverbrauch. Das kann auf der einen Seite bestehende Strecken besser machen, effizienter anfliegbar machen, gewinnbringender anfliegbar machen, auf der anderen Seite durch die zusätzliche Reichweite andere Strecken überhaupt erst möglich machen oder durch die neu dazugewonnene Leistungsfähigkeit der neuen Triebwerke des A320neo in Kombination mit der zusätzlichen Reichweite
kann das an gewissen Feriendestinationen durchaus auch mal den Unterschied machen, ob ein Flugzeug dann wirklich mit voller Nutzlast eingesetzt werden kann oder eben nicht. Und so kann der A320neo für eine solche Fluggesellschaft je nach Strecke, je nach Flughafen und so weiter ein durchaus sehr wertvolles Tool sein. Dazu halber Ölverbrauch der Triebwerke, halbe Lärmbelastung und das alles mittlerweile in einem ziemlich bewährten Paket. Mit diesem A320neo für Eurowings kommt dann das CFM-Liebtriebwerk in die Lufthansa-Gruppe. Das ist die zweite Option für den A320neo neben dem schon bekannten Pratt & Whitney 1100G-Triebwerk, wie es bereits bei Lufthansa und auch bei Swiss im Einsatz ist. Die CFM-Option für dieses Flugzeug hatte tatsächlich nie so nervige Schwierigkeiten wie das Pratt & Whitney-Triebwerk. Allerdings hatte auch dieser Motor durchaus gewisse Service-Issues, von denen frühere Betreiber berichten und die Nachbesserungen des Herstellers notwendig machten. Aber das Thema sollte eigentlich mittlerweile durch sein, sodass Eurowings mit dem A320neo mit dieser Triebwerkskonfiguration durchaus ein gut funktionierendes Flugzeug auf dem Hof stehen haben sollte. Und dass damit jetzt ein neues Triebwerk in die Lufthansa-Gruppe kommt, das ist natürlich kein Versehen, sondern voller Absicht und war auch voll der Plan. Somit kann die Technik im Hintergrund wertvolle Erfahrungen mit dem Triebwerk sammeln und es wird ein Gleichgewicht innerhalb der Gruppe zu den Pratt & Whitney Motoren geschaffen, sodass man sich von keiner der beiden Seiten wirklich abhängig machen muss. Eurowings selbst wird die 8 Airbus A320neo bis 2024 alle mit diesen CFM-Liebtriebwerken bekommen, genauso wie die 5 A321neo ab 2023. Und auch die Lufthansa selbst wird bald A320neo mit dieser Triebwerksoption bekommen. Identifizieren könnt ihr den neuen A320neo der Eurowings übrigens nicht wirklich nur an der schwarzen Maske, also an der schwarzen Umrandung rund um die Cockpitfenster, denn da kommt man ja zurzeit so ein bisschen durcheinander. Eurowings Discover hat das ja auch auf ihren Nicht-Neo A320, ist aber eine andere Fluggesellschaft. Bei wirklich Eurowings ist dieser A320neo aber tatsächlich der einzige mit der schwarzen Maske und auch der einzige Neo. Identifizieren könnt ihr ihn dann aber noch über ein weiteres Detail und das ist wirklich zum aktuellen Zeitpunkt zumindest noch wirklich eine Besonderheit. Bevor wir darüber genauer sprechen, darf ich euch aber auch diesen Monat wieder, genauso wie jeden anderen Monat auch, ein Buch empfehlen, was ich auf Blinkist gefunden habe. Blinkist kennt ihr mittlerweile, eine App, die euch die Kernaussagen von mittlerweile über 5000 Sachbüchern aus 27 unterschiedlichen Kategorien und auch die Kernaussagen von Podcasts zusammenfasst, alles in jeweils um die 15 Minuten. Es gibt Blinks auf Deutsch und auf Englisch und falls euch ein Buch irgendwann mal so richtig gut gefällt, gibt es viele davon mittlerweile auch als komplette Hörbuchfassung direkt in der App. Ich nutze Blinkist immer noch sehr, sehr gerne für die Gassi-Runde morgens mit dem Hund. Lass mir da gerne von der App einfach ein Buch vorschlagen oder wenn dann ein anderes Buch, was mir sehr gut gefallen hat, bereits durchgelaufen ist, dann schlägt mir die App direkt ein passendes, thematisch dazu passendes neues Buch vor. Und ich hatte letztens wieder die Situation, dass ich in einem Buchladen war. Ich habe euch schon mal davon erzählt, dass ich in einem Buchladen war und dort ein Buch gefunden habe, was mir auf Blinkist sehr gut gefallen hat, was ich vorher nicht kannte, was mir dann von der App vorgeschlagen wurde. Ich habe mir auch das gekauft, das wollte ich euch auch noch zeigen. Da geht es um die 737 Max, das gab es leider nicht auf Blinkist, aber es gab das hier auf Blinkist und ich freue mich sehr darauf, das jetzt als richtiges Buch dann auch noch durchlesen zu können. Also auch für die Leute, die mit dem Thema Lesen nicht so richtig warm geworden sind oder nicht so Bock auf ein ganzes Buch haben, Blinkist ist wirklich sehr, sehr gut geeignet, um ein paar wichtige Gedanken aus einem Buch mitnehmen zu können und wie gesagt, bringt mich dann auch immer mal wieder dazu, mir auch ein richtiges Buch zu kaufen. In diesem Sinne, ich empfehle es immer wieder sehr, sehr gerne. Es gilt nach wie vor der Link ganz oben in der Videobeschreibung blinkist.de/aeronews. Dort bekommt ihr 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium. Ganz viel Spaß damit. Und denkt dran, über den Link könnt ihr die App auch 7 Tage kostenlos testen als Vollversion. So könnt ihr dann ganz genau rausfinden, ob die App wirklich was für euch ist. So. Dazu schauen wir uns mal das Nose Gear an, also das Bugfahrwerk. Dort finden wir beim A320 neben, im Idealfall, 2 Reifen nach vorne gerichtet, eine große Leuchte, das ist das Takeoff Light, welches sich am Overhead Panel, also an dem Panel über den Köpfen der Piloten im Cockpit einschalten lässt und für Start und Landung genutzt wird. Und wir finden dort auch noch eine kleinere Leuchte, das ist das Taxi Light. Darunter befinden sich dann noch 2 zur Seite gerichtete Leuchten, das sind die Runway Turn-Off Lights, die auch zur Start und Landung sowie zusammen mit dem Taxi Light beim Rollen am Boden eingeschaltet sind. Mit diesem Wissen schauen wir uns jetzt nochmal das Bugfahrwerk, das Nose Gear des A320neo der Eurowings an und da sehen wir, da gibt es die ganzen Lampen irgendwie nicht mehr. Und da kommt noch mehr dazu, die Landescheinwerfer des A320, die findet man normalerweise unter den Tragflächen nah am Rumpf. Diese klappen so nach unten aus.
Und auch das gibt es beim Eurowings A320 Neo erstmal nicht mehr. All diese Lichter sind nun endlich, könnte man fast sagen, in einem einzigen Teil zu finden, und zwar in den sogenannten neuen Multifunctional Runway Lights. So wie man sie auch vom Airbus A220 kennt, also im Flugzeugbauch nahe der Tragflächenwurzel. Warum man diese ganzen eben genannten Lichter sonst anders platziert hatte, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich kann mir nur vorstellen, dass man das irgendwie über eine leichte Erreichbarkeit erklären kann, dass die Dinger so immer möglichst einfach ausgetauscht werden konnten, falls da mal was kaputt gegangen ist. Denn diese Konfiguration, so wie sie jetzt bei 10.700 blablabla A320 vorher verwendet wurde, hat man so zuvor ja auch schon bei dem A310 und bei dem A300 verwendet. Aber mit natürlich zuverlässigen LEDs lässt sich das Ganze etwas schöner lösen und die Dinger lassen sich dann jetzt in die Tragfläche integrieren, was neben weniger Vibrationen, weniger Lärm und so weiter natürlich einen ganz klaren Vorteil hat, und zwar weniger Widerstand und damit geringerer Spritverbrauch. Die alten Landescheinwerfer des A320 oder der gesamten A320-Familie, die standen sogar so dermaßen im Wind, dass man es tatsächlich in der Kabine und auch vorne im Cockpit hören und, wenn die Bedingungen sonst ruhig sind, tatsächlich auch spüren kann in Form leichter Vibration, wenn diese Dinger ausgefahren sind. Und normalerweise sind diese Scheinwerfer ja unter 10.000 Fuß immer eingeschaltet. Wenn man sie dann aber gar nicht gebrauchen kann, weil man sich direkt nach dem Abheben als Beispiel vielleicht in so dicken Wolken befindet, dass man eh keinen Meter nach vorne sehen kann und einen auch kein anderer dann so wirklich erkennen kann, dann ist das Cockpitpersonal tatsächlich dazu angehalten, die Landescheinwerfer auch schon direkt nach dem Abheben auszuschalten und einzuklappen. Denn das kann im Vergleich zum Standardverfahren, also Landescheinwerfer bis 10.000 Fuß, gerne mal 20 bis 30 Kilogramm Treibstoff sparen. Und das klingt erstmal ziemlich wenig, aber ist eben doch wieder eine kleine Stellschraube zum effizienteren Fliegen. Und natürlich über eine ganze Flotte, einer ganzen Fluggesellschaft, über ein ganzes Jahr gerechnet und so weiter, kommt da doch ziemlich viel zusammen. Diesen kleinen, aber feinen Vorteil hat dieser A320 Neo jetzt also als erster von über 10.000 produzierten Flugzeugen der A320-Familie standardmäßig. Und das wird man von nun an dann auch häufiger sehen. Das soll es gewesen sein mit Infos zum neuen A320 Neo, zum ersten A320 Neo der Eurowings. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Ich habe euch lieb, macht's gut, bis dahin und tschüss.